Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Read Skyrim Bücher. Es wurde an mich herangetragen, sollte ich gewisse Bücher nicht lesen wollen, weil sie einfach zu schwer zu lesen sind oder für alle die, die meine Stimme nicht mögen. Ich möge doch einfach Videos hochladen und durchblättern und auf jeder Seite ein, zwei Sekunden stehen bleiben. Dann könnt ihr das Video anhalten und selbst lesen. Ja, gesagt, getan, und das werden wir auch tun. Wir haben hier ja vier Bücher, zwei davon habe ich schon vorgelesen. Eben das Buch vom Drachenblut und Mischtaktiken. Und jetzt gibt es hier noch Geschichtlicher Überblick des Kaiserreichs Band 1. Das ist echt heftig zu lesen, weil ich die Eigennamen ja nicht einmal gescheit aussprechen kann. Aber ich habe es durchgelesen, werde schauen, vielleicht lade ich dann noch ein Video hoch und lese es vor, aber vorerst mal, damit ihr informiert seid, machen wir das so, wie der Vorschlag gelauten hat, und wir schauen da rein. Das ist der geschichtliche Überblick des Kaiserreichs Band 1 von Stronach K. Choi, der dritte kaiserliche Historiker. Und jetzt Silenzio und wir starten durch, okay? Nun gut Leute, das war dieses Buch, der Band 1, und wir gehen da jetzt gleich mal zum Band 2 über, damit das Hand und Fuß hat. Und der Autor ist dasselbe und das Buch ist eben der geschichtliche Überblick des Kaiserreichs Band 2. Auf geht's! Okay Leute, ich hoffe es war nicht zu schnell für euch und ja, ich habe eurem Wunsch entsprochen. Es dürfte auch ja recht interessant sein. Wie gesagt, ich tue mir da beim Lesen, beim Vorlesen etwas schwer, aber ich werde es dann auch noch einmal in einem Video hochladen, damit ich eben das lerne, solche geschichtlichen Bücher zu lesen. Wie gesagt, hoffe es war ein wenig interessant für euch und ja, wenn ihr am Laufenden bleiben wollt, dann macht ein Abo, wenn nicht, dann sagt es nicht weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ja, werde versuchen jetzt noch weiter ein wenig zu Let's Playen. Viel Spaß, einen schönen Abend, euer Toso. Ciao.